Hey ho und willkommen zurück bei Happy Game. In der letzten Folge hatten wir endlich dieses Karottenrätsel überwunden und leider einige dieser fröhlichen Herzchen hier. Nun ja, ich würde meinen, ein wenig Schaden zugefügt, aber es ist jetzt erstmal nichts Großartiges gewesen. Und jetzt machen wir damit weiter. Gut, bei denen weiß ich noch nicht so recht. Hier ist doch schon wieder so eine scheiß Glocke, ich seh's doch, oder? Ah. Oh nein, was ist denn hier los? Da muss so in der Trophäe hin. Aber was genau? Da kann ich die ja alle einfach wegräumen und dann... nicht traurig sein. Bekommt schon diese Trophäe wieder. Ja, so wie das Kind guckt, so gucke ich auch so. Perplex bin ich. Ah, was müssen wir denn hier noch machen? Beziehungsweise, was können wir denn überhaupt noch machen? Kann dem aber auch nicht das Eis wegnehmen. Die Teeparty ist auch vorbei, weil die hatten ja... okay, den kann ich nochmal so kaputt machen. Jetzt werden die wieder lachen, so dreist. Ah, das geht bei dem nicht, bei dem hier. Bei dem geht's. Nee, wenn der in die Sonne kommt, dann freut er sich nur noch mehr. Okay, dann lass uns überlegen. Wir haben hier diesen Eistyp. Bei diesem Eistyp können wir gar nichts machen momentan. Wir haben einen mit einer Blume, der fuchtelt da fröhlich rum. Wir können die aber auch nicht von A nach B ziehen. Die laufen immer wieder zurück. So, bei dem Ding weiß ich auch nicht so recht, was ich damit machen soll. Denn jemanden ranhängen wollte nicht. Vielleicht kann ich den Bayer mal jemand anderes geben. Aber das hat, glaube ich, keinen großartigen Einfluss. Ach, jetzt kann ich noch einen ranhängen. Vorher aber nicht. Das hab ich doch versucht, oder habe ich das? Habe ich doch versucht. Kann ich denn hier? Er dreht durch. Kann ich den ein bisschen. Oh, jetzt ist es kaputt. Jetzt ist er traurig. Naja, jetzt lachen die sich wieder doof. Aber. Jetzt geht er auch kaputt, aber was haben wir denn davon? Ja, jetzt nochmal aufhängen. Ah. Okay, jetzt haben wir dort die Raben. Kann ich die wieder runternehmen? Nee. Der tanzt hier noch fröhlich. Ach, jetzt kann ich den in den Pool reinziehen. Aber was nützt das denn? Den zerhaut es doch hier gleich wieder, oder? Ah, das mag er nicht. Also wenn die einmal schlechte Laune haben, dann zerreißt sie gleich. Aber ich sehe immer noch nicht den Nutzen davon. Weil jetzt sind hier die Dinger weg, aber... ja. ja. Hm. Ach, dieses Rätsel, ne? Okay. Ich musste jetzt nach ewigen Rumversuchen, habe ich einfach, ne, Internet-Recherche betrieben, um es so zu sagen. Ich wäre nie darauf gekommen, dass ich die da so einzeln drauf abstellen kann. Also ich dachte sogar, ich hätte das mal gemacht zwischendurch und da ist nichts passiert. Und ja, wir können die halt hier draufstellen. Ja, das ist halt auch schon die Lösung. Gut, dann stellen wir die jetzt mal alle hier drauf und freuen uns mit denen.
So, jeder darf mal. So, gründen wir jetzt hier eine Band oder was genau wird das? Also ich hoffe mal, dass das Rätsel dann auch somit fertig ist, ne? Also nicht, dass hier das nochmal irgendwas kommt. Ein Muskelprotzherz. So. Der geht jetzt bestimmt an diese Dings ran. Klimmzugstange. Ja, das ergibt natürlich Sinn. Sehr gut. So, jetzt haben wir ja die Raben. Die Glocke, die lacht jetzt. Oh, jetzt hab ich den Kopf von dem. Oh. Ja, jetzt von den allen den Kopf einfach so. Ah, okay. Ah, das tut mir leid, ihr. Ihr armen Herzen. Und der ist ja schon hier zu fröhlich und. Ja, auch dem müssen wir leider den Kopf anscheinend abnehmen. Gut. Jetzt lacht auf jeden Fall diese Glocke und ich glaube, das ist dann auch der Indikator, dass wir es richtig gemacht haben. Jetzt ziehen wir da dran, beziehungsweise wir läuten die Glocke. Und da kommt dieses komische, seltsame Hasenvieh raus. Ich hoffe mal, dass jetzt alles richtig ist. Das ergibt Sinn, wenn er den frisst. Okay, dann. Oh. Da sind die ganzen Köpfe. Wahrscheinlich sind das die ganzen Köpfe von den Fehlversuchen, die wir da hatten. Aber cool, dass man daran denkt, das einbaut. Ja, jetzt wird es den hier wahrscheinlich nochmal. Noch mehr. Und diese Hand am Ende ist noch übrig. Ui, das wird aber knapp. Und da liegt der Ball noch rum. Was genau hat es jetzt kaputt gemacht? Weil das Herz ist noch da. Ich glaube, das soll so nicht sein. Ey, das gibt's noch nicht, ne? Da will echt mit jeder letzten Kraft will dieses Ding uns. Wobei, wenn das uns fängt, was willst du denn dann machen? Auch nicht noch was, was. Oh, ich will langsam nicht mehr diese Welt hier. Aber er lacht immerhin. Die Sonne lacht auch. Ja. Die Musik wird langsam irgendwie ein bisschen fröhlicher. Klingt ein bisschen wie The Choice bei Undertale, wenn man da, ne? Will jetzt nicht spoilern, aber ich denke, Undertale kennen wahrscheinlich schon alle von euch. Wenn nicht, müsst ihr jetzt kurz weghören. Aber ja, wenn man bei Undertale eben so relativ gegen Ende kommt und sonst dann das Richturteil sozusagen trifft, dann kommt das Lied The Choice. Das hat so einen ähnlichen Stil. Also, man kann ein Lächeln aufsetzen. Oh, und es dann nicht mehr wegbekommen. Das ist dann wiederum nicht so gut. Also grinsen, fröhlich grinsen, das über, weiß nicht, längere Zeit habe ich gelernt, löst tatsächlich, ne, Glückshormone aus, Endorphine. Thank you.
gehe da mal lieber nicht näher ran. Wir kriegen das Lächeln nicht mehr weg, aber wenigstens sehen diese Lächelgesichter mal so ganz creepy aus. Vielleicht hätte ich auch den Mund nicht zu voll nehmen sollen. Das mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wo das hingeht. Aber das ist ein riesiger, lachender, schlafender Kugelball. Ja, was gibt's noch so? Eine Gabel. Okay, da gehen wir lieber nicht lang. Dann gehen wir doch mal hier hin. Ich will den eigentlich nicht kaputt machen, aber ich habe so meine... Ich sag, glaube ich, des Öfteren, ich habe so meine Befürchtnisse, aber ich glaube tatsächlich, dass wir diesem Ding schaden. Ja, vielleicht schaden wir dem auch nicht. Das sieht er bisher noch nicht. Okay, jetzt wird es langsam ein bisschen creepy. Was soll das denn bedeuten? Wollen die das aufbrechen wie ein Ei, oder? Nee, ich kann da nichts machen, wenn die das machen. Das Messer muss jetzt aber nicht da rein, oder? Das sieht so aus, als ob die mit diesem Messer... Das sieht so aus, als ob die mit dem Messer... Ihr wisst schon, was machen. Licking a Blade. Aber als Erfolg. Muss ich jetzt jeden Mal dieses Messer hier reichen? Okay, jetzt haben wir einen Kuchen. Da gebe ich mal das Messer weiter. Ach nein, ne? Das wird wieder resettet. Hätte gedacht, das bleibt. Gut. Ja, was können wir denn noch so machen? Können wir dem Typen die... Na, warum sollte ich dem denn ein Messer geben? Wo sind jetzt unsere Messer hin? Für dieses Messer brauchen wir nicht nochmal. Nein, ich will das Messer rausholen. Och nein. Nicht sterben. Nicht die Gabel auslösen. Okay, wir gehen nochmal zurück. Ich weiß jetzt nicht so ganz. Oh, jetzt ist das hier zu. Vielleicht kann ich dem ja die Gabel wegnehmen. Aber nicht. Nein, jetzt geht er wieder dahin. Oh, ach so, nicht. Ach so, ich kann den tatsächlich die Gabel wegnehmen. Hahaha, tja. Jetzt kommst du hier, ne? Oh, scheiße. Okay. Was hast du denn noch so in deinem Wundertempel hier? Ja, komm. Salz. So, was haben wir noch? Also, da fertig. Okay, gut. Manchmal kommt man durch Zufall auf die richtige Lösung. Denn normalerweise ist immer die Hand weg bei solchen Zwischenanimationen. Jetzt ging sie glücklicherweise. So, dann würde ich sagen, es macht ja Sinn, wenn der den erst schneidet. Da haben wir diesen Kuchen. Dann haben wir diesen... Warum soll ich Salz auf den Kuchen machen? Ja, gut. Jedenfalls, ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge, würde ich jetzt mal vermuten.
überlastet. Das sind alle fröhlich, aber ich glaube, das war nicht richtig. Dann machen wir das halt mal anders. Ich meine, so viele Kombinationsmöglichkeiten gibt es da hier. Obwohl, es gibt schon einige, aber nichts, was man nicht irgendwie nicht machen könnte. Ach, guck an, jetzt ärgert er den. Vielleicht hat er da schlechte Laune und sagt, hier komm. Okay, nee. Probieren wir das mal aus. Okay, das schmeckt dem immer noch nicht. Dann kriegt jetzt, pass auf, dann kriegt der das Salz. Ja, das Messer, was aber auch nicht viel gebracht hat. Ich glaube, die andere Lösung wird richtiger. Also, richtiger scheint müssen wir alle sind nicht unbedingt, aber ich denke, es ist Messer, Salz, Gabel. Aber wir probieren jetzt mal Salz. Ah, ja, gut, jetzt tut er den da das Zeug. Ja, aber das stört ihn nicht. Das interessiert ihn gar nicht. Ach, immer noch nicht. Gut, dann probieren wir die Lösung, die ich denke. So, Salz, Gabel. Ah, dann kriegt er ja am Ende den salzigen Kuchen. Warum auch immer. Wie man das essen sollte. Also Salz in Teig ist tatsächlich... Ach so, okay, das ist gar kein Salz. Das ist ja so... Na gut, jetzt aber. Ne? Schmeckt. Ja, da verspeist er gleich das ganze Teil. Ja, da freuen sie sich. Jetzt sticht er den. Sehr lecker. Ah ja, gut. Zumindest sind sie jetzt Engel. Fröhliche Smiley-Engel. Aha, der pustet den an. Will er sich gegenseitig anpusten? Kann ich den Teller mitnehmen? Kann ich einen von euch auf den Teller legen? Nee. So, vielleicht bringe ich mal hier Mr. Ich habe alles in meinem Loch da drin, den Teller. Die Musik wird ja auf jeden Fall anders. Aha. Können wir es als Boot nehmen? Nee, hä? Was ist das? Hä? Okay, na gut, die können ja pusten, aber die können doch nicht in unsere Richtung pusten. Ach doch, können sie auch. So, gehen wir rein. Gut. Ja, dann eine Bootsfahrt, die ist lustig, eine Bootsfahrt ist schön. Jetzt fahren wir über den See, jetzt fahren wir über den See. So. Oh, warte mal, das nehme ich mit. Nein, 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 er bringt es wieder her. Ach Mann. Ach Scheiße. Ja gut. Jetzt machen wir wieder beim Anfang, ne? Das ist ja eine Kugel, diese Welt. Ist das unser älteres Ich? Zerstören wir hier gerade die Zeitlinie? Keine Smiley Faces erlaubt. Ja, naja, wir können ja nicht viel machen, ne? Okay. Ich glaube, wir wissen, was passiert, wenn wir jetzt unser Smiley-Kopf aufbehalten. Die sind ja ziemlich radikal drauf, die Leute. Aber ja, wir kriegen es ja nicht weg, ne? Von daher. Vielleicht können wir mit denen reden. Na, vielleicht, keine Ahnung. Machen sie bei uns eine Ausnahme? Oh, der ist stinkig. Der ist richtig stinkig.
Kannst du uns vielleicht helfen, diesen Smiley-Kopf wegzubekommen? Ich meine, das steckt ja fest und das sind ja vielleicht nur so Attrappen. Ne? Das sind ja nicht wir gewesen, das sind ja welche andere. Ja, wir können nicht viel machen, außer mal nachfragen. Freundlich. Warte mal, da liegt doch so ein Kopf. Kann ich den nicht. Ich kann den leider nicht austauschen, ne? Kann ich jetzt meine Hand bewegen? Ne, kann ich leider nicht. Wir kopflos, jetzt sind wir einer der vielen Köpfe. Aber guck an, wir können rollen immerhin noch. Wir können auch im Leben weiter rollen. Solange wir das können, rollen wir unserem Glück entgegen. Ach, guck an, da ist sogar Fußball. Ich glaube, das war so eine Art Wettrennen oder irgend so ein Kommentator, also Kommentatorin in dem Fall. Die Triatio. Oh, ja, finde ich auch. Ja, hier. Kompletter Blödsinn ist das hier. Der Schiedsrichter hat auch nicht mehr die beste Laune. Ach, wir können hier, können wir dagegen rollen? Und jetzt komm. Boah, ey, das war aber schwach. Vielleicht mit mehr Anlauf. Reicht noch nicht. Da hat, glaube ich, immer ganz viel Spaß gehabt bei dieser Soundaufnahme. Ja, toll, der Torwart hat ihn gehalten, ne? Also ich kenne mich überhaupt nicht mit Fußball aus. Ich habe da wirklich null Plan, aber ich weiß zumindest, dass das Runde ins lachende Gesicht muss. Ui. Ich hoffe, der Schiedsrichter ist da uns nicht böse, weil ich glaube, du solltest normalerweise nicht laufen, ne? So, wir können ja noch ein Stück vor. Nur ein kleines bisschen. Ja, seid noch nicht, ne? Das war damit voll Karacho. Ich hoffe, das war nicht zu viel. Ja, das reicht. Und jetzt komm, mit richtig viel Schwung ballern wir dem das Ding auf den Kopf. Und alle rasten aus. Ja, das war jetzt blöd. So, das sollte reichen, ne? Dass der erstmal ein Stück vorkommt. Ich denke, das reicht. So, und jetzt mit ganz viel Schwung hier. So, jetzt komm. Ah, das gibt's doch wohl nicht. Jawohl, jetzt haben wir es endlich. Ja, haha. Alle rasten aus. Die Kanzlerin rastet aus. Der Bundespräsident rastet aus. Götze rastet aus. Alle rasten aus. Aber die Smiley Faces machen sich hier schon schön, habe ich das Gefühl. Jetzt reizt aber auch mit Ausrasten, oder? Ich glaube, der Schiedsrichter hat echt schlechte Laune, wenn es hier die ganze Zeit so geht. Ach so, wir können es bewegen. Ja, ich kann da ans Wegschießen. Nee, da hat einfach noch schlechte Laune. Vielleicht kann der ans Wegschießen. Okay. Gut. Dann rollen wir mal hier lang. Zu den können wir uns einfach so einen Körper nehmen. Ach ja, du passt doch. Oh ja, da ist der doch schon wieder. Oh, ah, das ist gut. Endlich sind wir ein bisschen befreit. Und jetzt sieht er ja, wir sind ja kein Smiley Face. Das müsst ihr ja endlich merken. Also er mag uns jetzt nicht unbedingt mehr deswegen, aber
Können wir die Zunge weg? Ach, okay, wir können tatsächlich die Zunge da wegnehmen. Da, jetzt hängst du fest, mein Freund. Ich glaube, jetzt haben wir ihn noch wütender gemacht als du schon. Och nein, auch nichts mit Augen. Och Leute, ich kann das überhaupt nicht mit Augen. Jetzt freut er sich aber. Ja, häng so wieder rein, deine Augen. Das findet er witzig, wenn wir mit seinen Augäpfeln hier rumspielen. Naja, wenigstens bringen wir ihn zum Lachen. Das. Naja, manche ne, haben seltsame Hobbys oder. Boah, jetzt hat er die Augen verloren. Ach komm, er ist. Ich höre da schon das Geräusch. Irgendwas muss ich jetzt aus dem rausziehen, oder? Ich weiß noch nicht, wo das hingeht, aber für Zuschauerinnen und Zuschauer, die eventuell an Emetophobie leiden, schaut lieber weg. Ich habe Bedenken, wo das. Ah, er hat nur einen Kaugummi gekaut. Ach ja, jetzt können wir ihn hier, ne? Das ist der Druck einfach mal. Ja, der Druck soll raus. Na toll, jetzt ist er eh wieder. Jetzt weint er. Erst war er happy und fröhlich. Oh, wir trösten ihn. Und jetzt schläft er. Er hat keine Augen mehr. Okay, wir gehen weiter. Warum auch immer er das jetzt gemacht hat, aber Dankeschön. Vielen Dank, dass wir dieses blöde Ding los sind. Oh, nicht schon wieder so nah, Sophie. Nee, 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 nee. Ah, da hättest du schneller sein müssen. Jetzt hat er den wieder. Ui, nee, nee, nee. Das wird ja immer besser. Schon ein bisschen verstörend. Ich würde auf den Trick vielleicht nicht reinfallen. Oh. Ich kann nichts machen. Das passiert jetzt alles von selbst. Ach, jetzt nimmt er uns mit in diese Hölle. Also wer solche Albträume hatte, da wäre ich auch ein bisschen durch. Das ist ein bisschen verstörend. Ich mache mich mal ein bisschen heller. Ich würde mal hier so einen Level anrufen. Das ist ja eigentlich dieser Strippenzieher hier, ne, in der Mitte. Der Kollege macht das. Aber was der Kollege macht, was er so verzapfen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, danke fürs Zusehen.